Passt. Ich habe es jetzt 13:10 Uhr. Daten, so direkt nach der Mittagspause ausgeruht, kommen wir zu einem meiner Highlights bei dieser ABAP-Conf. Ich finde es ja immer extrem cool, wie man quasi ziemlich einfach aus CDS-Views mit ein paar Annotations und ein bisschen Fiori-Elements und ein bisschen versteckte Magic von der SAP perfekte webbasierte UIs auszaubern kann. Finde ich echt genial. Da es aber immer noch gibt und den es auch weiterhin geben wird, macht es natürlich Sinn, dass man diese Informationen, diese Zusatzinformationen auch im GUI benutzt, im ALV benutzt. Und eine Möglichkeit, wie man das machen kann, wird uns jetzt der Christopher zeigen mit seinem Vortrag: automatisch generierte List-Reports mit CDS-Views und ALV. Christopher, bitte. Danke sehr. Dann starte ich mal die Präsentation. Ich hoffe, ihr seht den richtigen Bildschirm. So, genau. Mein Thema heute ist automatisch generierte List-Reports mit CDS-Views und Nein, das ALV. ist der falsche Bildschirm. Ah, dann Moment. Ach, der hat mir die Nummerierung geändert. Okay, dann haben wir jetzt hoffentlich den Jetzt. richtigen. Ja, genau. Gut. Dann, das Thema ist automatisch generierte List-Reports mit CDS-Views und ALV. Kurz bevor ich anfange, einmal zu mir. Ich bin Christopher Graf, seit 2015 als Anwendungsberater und Anwendungsentwickler im SAP in der Versorgungsindustrie tätig, also in der Branchenlösung IS Utilities. Bei meinem Arbeitgeber RKU IT betreuen wir so eine mittlere zweistellige Zahl an Kunden aus dem Versorgerbereich und sind im Moment noch in der Konzeptphase für die Transition zu S4 Utilities und fangen da dann auch nächstes Jahr dann mit den Projekten an. Das bedeutet, dass wir im Moment noch auf einem Systemstand SAP R3 sind mit ABAP 57. Das schränkt natürlich so ein bisschen die Möglichkeiten ein, die wir haben. Das wird man dann gleich vielleicht auch sehen oder ich werde das an der einen oder anderen Stelle erwähnen. Also über das, was ich heute hier zeige, hinaus könnte man theoretisch in einem S4-System auch noch mehr machen. Und das ist insofern wichtig, weil ich ja auch darlegen möchte, dass man dieses Tool hier vielleicht auch ein bisschen zur Transition nutzen kann. Und da das mal im Hinterkopf. So. Genau, die Ausgangslage des Ganzen ist, glaube ich, etwas, was wir alle aus unserer alltäglichen Praxis kennen. Irgendjemand kommt zu und sagt, du, ich brauche da von dir so ein Report. Hier, ich möchte folgende Daten eingeben zur Selektion. Dann hol mir bitte aus der und der Tabelle, zum Beispiel, keine Ahnung, alle Verträge mit zugehörigen Geschäftspartnern und Adressen. Bitte aktuellste E-Mail-Adresse. Zeig mir das in einem ALV-Grid an und bitte lass mich, keine Ahnung, noch abspringen in die letzten Zahlungen des Geschäftspartners, keine Ahnung was, eventuell offene Postenmahnung, was weiß ich. Und dann setzt man sich dahin, schreibt sein Report runter, macht ein Selektionsbild, entwickelt eine Selektion aus, dann kommt der Aufbau des ALV-Grids. Da braucht man einen Feldkatalog, ein Layout und Funktion und einen Event-Händler für die Funktion. Und wer das schon ein paar Mal gemacht hat, weiß, da gibt es eine Menge Code, der sich immer und immer wieder wiederholt. Und da kann man dann ziemlich schnell den Wunsch bekommen, so ging es mir auf jeden Fall, da möglichst viel davon doch ja, loszuwerden und einen Weg zu finden, sich diese Arbeit abnehmen zu lassen. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass CDS-Views und ihre Annotationen analog zu Fiori Elements einem doch eigentlich ja genau das geben, was man haben möchte, um das so ein bisschen zu automatisieren. Und das möchte ich jetzt im Weiteren vorstellen. Kurz zur zeitlichen Entwicklung des Ganzen. Angefangen hat es so ungefähr 2017, als ich halt eine Reihe von Reports entwickelt habe für ein Projekt hier in der Versorgungsbranche und da auch mehrere Reports gemacht haben, die immer ungefähr das gleiche Selektionsbild, ungefähr das gleiche ALV-Grid hatten. Und dann kam ich zuerst auf die Idee, der Aufbau des Grids, das könnte man doch irgendwie gut effizienter machen. Also habe ich so eine Facade-Klasse gebaut,
Da möchte ich heute nicht drauf eingehen. Wer dazu was lesen möchte, dem möchte ich hier gerne noch das Buch von Paul Hardy, Abab to the Future, empfehlen. Da gibt es ein Kapitel genau zu dem Thema. Da ist es sehr schön beschrieben. Und das, was wir hier bei uns im Einsatz haben, ist ziemlich ähnlich zu dem, was in dem Buch beschrieben ist. Also da kleine Empfehlung an dieser Stelle. Dann 2018, wichtiger Meilenstein war halt das Upgrade auf EHP8, also der Übergang von ABAP 47 auf ABAP 57. Und damit waren ab dem Zeitpunkt grundsätzlich alle Möglichkeiten da, die man mit CDS auf ABAP 57 hat. Direkt genutzt haben wir es noch nicht, das hat ein bisschen gebraucht, bis es angelaufen ist. Also erstmal kam jetzt noch eine Weiterentwicklung der Facade-Klasse mit weiteren Funktionen, jemals ein bisschen getrieben aus Anforderungen aus aktuellen Projekten und Tagesgeschäft. So, richtig in Fahrt gekommen ist das dann im letzten Jahr. Im ersten Schritt durch eine Entwicklung einer Klasse zur automatischen Versorgung dieser Facade-Klasse mit den Informationen aus den UI-Annotationen, also einfach so der Aufbau des Feldkatalogs. Das war der erste Schritt. Und dann ein bisschen auch einen Free Selections Dialog dazu. Das war so die erste Version. Dann danach ging es dann halt weiter. Dieses Jahr hatte ich dann einige Zeit, mir das noch weiter anzuschauen und tiefer zu entwickeln. Und dann kam halt ein automatischer Event-Händler mit Intent-Based Navigation und BOPF-Aktionen dazu. Oder generell das Ausschlachten vom BOPF für ändernde Zugriffe, was ich hier aber heute aus Zeitgründen nicht genau thematisieren möchte. Der letzte Schritt war dann die automatische Generierung von Selektionsbildern und quasi der ganzen Reports, was so der Kulminationspunkt heute sein soll. Genau, jetzt im zweiten Halbjahr, ich hatte erstmal eine etwas rudimentäre Generierungsstrategie für die Reports. Das war ja noch relativ nah an dem, was die SE16 so macht. Das habe ich dann im zweiten Halbjahr umgebaut, um ein bisschen mehr Erweiterbarkeit auch zu haben. So die Möglichkeit, auch da so ein paar Plugins reinzubekommen. Das möchte ich gerne dann, wenn die Zeit das zulässt, am Ende auch noch zeigen. So, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, habe ich ein kleines Beispiel, eine Demo mitgebracht. Um ein bisschen auf die Demo hinzuführen, noch eine kleine Erinnerung an das Virtual Data Model. Weil ich nicht weiß, ob das allen immer so präsent ist. Das ist eine hierarchische Struktur, die die SAP sich überlegt hat, um CDS-Views nach Komplexität und Nutzungszweck aufzuteilen. Da gibt es halt einmal die Interface-Views, die zur Wiederverwendung gedacht sind, und zwar einmal Basic-Views, die auf einzelne Datenbanktabellen gehen und dann einfach Fremdschlüsselbeziehungen als Assoziationen exponieren, und Composite-Views, die halt aus mehreren Basic Views über Joins oder Fahrtausdrücke zusammengesetzt sind. Dann noch eine kleine Variante, die Transactional Views, die ermöglichen so ändernde Zugriffe oder die exponieren halt ein Basic View für ändernde Zugriffe. Und darüber drauf in der oberen Ebene sind die Consumption Views, die halt dann tatsächlich Daten aus Interface Views einer Anwendung zur Verfügung stellen, und die enthalten dann in den Annotationen auch Informationen zur Verarbeitung und Anzeige. Ja. So, jetzt zu dem Beispiel, was wir heute machen möchten. Das war etwas, was ich vor 2-3 Monaten mal mich gefragt hatte. Und zwar einfach die Frage, was haben wir so eigentlich an kundeneigenen Z-Tabellen in unserem System und über welche Arten und Weisen können wir die pflegen? Also für welche sind Pflegeviews definiert und in welchen View-Clustern stecken die eigentlich drin? Das soll dann das Datenmodell sein. Wir haben also die Tabellen selbst, weil hier jeweils oben immer der Name des Interface-Views steht, den wir benutzen, und unten die Datenbanktabelle, für die dieser Basic-View ist. Und hier halt entsprechend die Assoziationen. Zum Beispiel kann ich zu einer Datenbanktabelle nach Pflege-Views suchen oder zu einem View, die unterliegende Root-Table haben. Dann habe ich die View Cluster Structure, das ist diese Baumstruktur aus der SM34. Die enthält entsprechend die Views als einzelne Knoten. Oder die kann halt auch, dann habe ich hier auch eine Verknüpfung, wenn eine Tabelle über einen View Cluster gepflegt werden kann. Dazu kommt jetzt noch die Tabelle OptionS,
die hier Transport Object List genannt hat. Man könnte es auch Maintenance Object List nennen. Das ist eine Tabelle, die einfach die Informationen enthält, auf welche verschiedenen Arten von Pflegen für eine Tabelle definiert sind. Da steht zum Beispiel die Tabelle selbst drin, wenn sie über die SM30 pflegbar ist. Oder Pflegeviews zur Tabelle, die über die SM30 pflegbar sind. Oder halt auch View-Cluster, die über die SM34 pflegbar sind. Und da also alle drei Arten von Objekten hier drin stehen können, habe ich auch zwei unterschiedliche Beziehungen zwischen dieser Tabelle und der View-Cluster-Struktur. Und zwar kann einmal der View-Cluster selbst hier drin sein. Das ist durch diesen File-Object gekennzeichnet. Oder einer der Knoten kann hier enthalten sein. Das ist über Subobject gekennzeichnet. Und ich nutze die beide, weil ich auch gerne in der Anzeige sehen möchte, wenn eine Tabelle über ein View-Cluster pflegbar ist, wodurch sie in dem View-Cluster repräsentiert ist. Also durch sich selbst oder durch ein Pflegeview und wie der entsprechende Knoten in dem View-Cluster heißt. Und diese ganzen Überlegungen führen dann zu dem folgenden Composite Interface View, der also das, was ich gerade verbal beschrieben hat, jetzt so als Join-Ausdruck aufbaut. Und man sieht hier, wie dieser Basic View Transport Object List hier in zwei unterschiedlichen Rollen auftritt. Was wir hier lesen, ist einmal der Name der Tabelle, dann die Texttabelle dazu, die Beschreibung in der Anmeldesprache, ob Pflege möglich ist, welche Art von Pflege wir haben und welcher View oder die Tabelle selbst, also was das eigentliche Pflegeobjekt ist, dann der zugehörige View-Cluster und dann nochmal der Name des Knoten in der Anmeldesprache. Das ist also der Composite Interface View. Wir haben gesehen, da waren so ein bisschen End-User-Label-Annotationen für die Felder, die ich da in dem View neu definiert habe, die keine Datenbankfelder sind. So, jetzt der zugehörige Consumption View. Hier einfach dieselben Felder nochmal. Zum Beispiel zu Table Name sage ich, das ist eine Tabelle. Ich möchte gerne eine Selektionsoption dafür haben mit einer Range. Und ich habe zwei Aktionen. Zum einen mal die Anzeige, die möchte ich über einen Hotspot haben. Und ich möchte gerne noch weitere Funktion haben durch einen Button zum Absprung in die Pflege. Das ist jetzt zum Beispiel, wie man diese Annotation auswerten könnte. Und da werden wir gleich im Weiteren nochmal eine kleine Auflistung sehen, was ich da vorgesehen hatte. So, damit starte ich dann auch in den ersten Teil der Demo. Hier einmal, wie so ein Report aussehen würde, jetzt noch ohne irgendeinen Teil dieses Frameworks zu benutzen. Allerdings benutze ich hier schon die bereits angesprochene Facade-Klasse für die Versorgung des ALV-Grids. So, wir sehen hier nochmal ein Selektionsbild, dann hier noch ein bisschen ein Selektionsbild-Event, wo was passiert, dann hier die eigentliche Selektion einmal direkt ausimplementiert. Die liest zum Beispiel keine virtuellen Elemente eines CDS-Views, wenn welche darin definiert sind. Wie man das macht, da komme ich nachher noch drauf. Dann hier der Aufbau der Facade-Klasse. Das ist so, man gibt ja einfach mit, was sind die Schlüssel, was sind die Hotspots, Feldtexte, Event-Händler und die Funktionen, die sie haben soll. Und dann kommt natürlich noch die Ausimplementierung des Event-Händlers selber und man sieht, das nimmt hier im Coding schon die meisten Zeilen ein. Da wird einfach mal geguckt, ja, hier zum Beispiel für einen Doppelklick, auf welches Feld habe ich eigentlich den Doppelklick oder den Hotspot-Klick und dann die entsprechende Funktion. Das hier ist zum Beispiel der Funktionsbaustein, der in der SE11 dahinter steckt, wenn man in eine Tabelle oder in ein View reingeht. Und hier diese Funktionsbausteine, das hier ist zum Beispiel der hinter der SM30 hintersteckt und dieser hier steckt hinter der SM34 hinter. Einmal zur Demonstration, wie das dann aussehen wird. Hier einmal in der Embedded GUI habe mir eine Variante dafür gemacht. Könnte ich also schauen, was habe ich eigentlich an Z-Tabellen
Jetzt sehe ich hier diese Tabelle zum Beispiel, kann ich direkt über die SM30 pflegen. Diese Tabelle hier steckt zum Beispiel in ein View-Cluster drin. Und jetzt, wenn ich mir eine rausnehme, keine Ahnung, kann ich hier mal reingehen, wie die so definiert ist auf der Datenbank. Oder ich kann entsprechend hier dann den Absprung in die SM30 zur Pflege des Ganzen machen. Und das ist jetzt eigentlich die grundsätzliche, der Report, um den es hier gehen soll. Ich habe mich hier dezidiert für etwas Technisches entschieden, weil wir ja hier alle eigentlich aus unterschiedlichen fachlichen Hintergründen kommen. Da habe ich gedacht, das passt so am besten. So, hier haben wir jetzt noch gar keine Annotation ausgewertet. Und um dahin zu kommen, ist die erste Frage, wie komme ich eigentlich an meine Annotation? Wo hole ich die her? Und dazu gibt es eine schöne Standardfunktion, die einem das zur Verfügung stellt, von dieser Klasse CLDDDDL Annotation Service. Die hat einfach diese Methode getAnnos. Da gibt man den Namen des CDS-View in Großbuchstaben rein und man bekommt halt alle Annotationen zum CDS-View selber, den Elementen und den Parametern jeweils als Name-Wert-Paare zurück. Und was man dann damit macht, ist, man nimmt diese Tabellen und loopt darüber. So, ja, weil das heute hier schon mehrfach angeklungen ist, ja, in meinen Snippets werdet ihr sehen, hier gibt es ungarische Notation. Ich weiß, dass CleanABAP das nicht mehr vorsieht. Ich konnte es mir noch nicht abgewöhnen. Gebt mir etwas Zeit. So, dann also zum ersten Schritt, dem Aufbau des Feldkatalogs. Hier einfach mal ein bisschen beispielhaft, wie man die Annotation auswerten könnte. Wenn ich zum Beispiel in einem Feld die Annotation Consumption Hidden habe, nehme ich die in meine Liste der technischen Felder auf. Für UI Hidden nehme ich sie in die Liste der Felder auf, die am Anfang ausgeblendet sind. Oder für Default Aggregation können sich am Anfang schon eine Aggregation für die Spalte einstellen, dass zum Beispiel direkt von Anfang an eine Summenzeile angelegt wird. So, dann wird das Ganze an die FaSale-Klasse übergeben. Ist hier ein bisschen kurz gehalten. Wenn ich wirklich hier ins Detail in diese Methoden reingehen müsste, würde ich das in dieser Zeit nicht schaffen. Da würde ich wahrscheinlich 2 Stunden brauchen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, hier dies mit den Snippets nur ein bisschen anzudeuten, wie man das grob machen könnte und dann lieber ein bisschen anhand der Demo zu zeigen, ja, wie viel uns das bringt im Sinne von der Reduzierung sich wiederholenden Codings. So, hier so ein bisschen, wie die Wirkung von diesen Annotationen ist. Das ist ein Auszug aus einem Dokument, das wir bei uns in einer Dokumentationssoftware haben, wo das dann einfach tabellarisch hinterlegt ist, was die einzelnen Annotationen machen, quasi als ja, zum Nachschlagen. Zum Beispiel Hidden blendet die Spalte aus oder durch End-User-Text-Label und Quick-Info können Überschrift und Tooltip einer Spalte im ALV-Grid gesetzt werden. Und mit Position kann man auch die Reihenfolge steuern. Dabei werden die Lücken in der Positionierung ge geschlossen. Ja, sonst funktioniert das leider nicht gut, mussten wir feststellen. So, dann gehen wir schon mal in die zweite Version. Diesmal ist das schon mit eingearbeitet. Zur Erinnerung nochmal, so sah der Aufbau des Feldkatalogs vorher aus. Und jetzt habe ich ein neues Objekt, einen Builder, der mir das Grid aufbaut. Und ich sage jetzt hier einfach nur noch, ich instanziere einmal mein View und dann sage ich, wende bitte die Annotation auf diesem View an. Und dann kommt die Anzeige. Wir sehen hier, spart das so etwa 10, 15 Zeilen. Das ist jetzt noch nicht die Welt, aber man kann sich vorstellen, wenn man hier doch einen deutlich größeren Feldkatalog hat, dass das eine Menge ausmachen kann. So, als nächstes gehen wir dann den Event-Händler an und da kann man jetzt anhand des Codings schon sehen, dass das deutlich mehr ausmachen wird. Und um den Event-Händler zu automatisieren, habe ich mich hier vor allem an der Annotation UI Line Item bedient, insbesondere an dem Typen,
mit dem man halt verschiedene Arten von Aktionen hinterlegen kann, wie zum Beispiel die Intent-Based Navigation, wo ich ein semantisches Objekt und eine Objektaktion habe, oder eine Data-Action, wenn ich mit meinem CDS-View ein BOPF-Objekt verknüpft habe und darin eine BOPF-Aktion habe. Oder ich kann, wenn ich den Typen with-navigation-path nutze, entlang einer Assoziation zu einem anderen View navigieren. Oder zum Beispiel, wenn ich in einer anderen Element des CDS-Views eine URL gespeichert habe, kann ich auch sagen, ich rufe diese URL dann im Browser auf. Das sind so die verschiedenen Varianten. Hier ein bisschen, was das dann bewirken würde. Für With Intent-Based Navigation würde ich das Feld zu einem Hotspot machen und dann dieses semantische Objekt und die Aktion zur Navigation nutzen. Das zeige ich gleich noch, wie das passiert. For Intent-Based Navigation ist im Grunde das Gleiche, nur dass wir hier keinen Hotspot haben, sondern dass ein Button oben in der Toolbar dafür angelegt wird. So, hier nochmal ein kleiner Überblick darüber. Wie gesagt, for Action legt ein Button für eine BOPF-Aktion an und with URL ist auch Hotspot-Navigation und with Navigation Path, das ist ein Button für eine Navigation über eine Assoziation angelegt wird. Und hier entsprechend noch das Zielelement, die Aktion, das Viewfeld, das die URL enthält und der Name der Aktion spezifiziert. So, insgesamt gibt das dann die folgende Liste an Funktionen, die der Eventhändler bearbeiten kann. Also kann auffrischen, also eine erneute Selektion ausführen, speichern, löschen und anzeigen und ändern, wenn man den Änderungsmodus über das BOPF-Objekt hat. Das würde dann über die Object-Model-Annotation gesteuert. Dann die Intent-Based Navigation, das kommt auf der nächsten Folie. Und Navigation entlang der Assoziation, BOPF-Aktion, URL oder Mailversand. Das fand ich in Fury Elements ganz schick. Das habe ich dann auch entsprechend rein implementiert. Oder man kann auch noch eine eigene Aktion mit einer Exit-Klasse tatsächlich umsetzen, nicht mit einer Unterklasse. So, hier, das kann man sich dann nachher noch anschauen in den Slides, halt wie so ein bisschen die Schnittstellen aussehen. Dann möchte ich jetzt auf die Intent-Based Navigation selbst eingehen. Dafür habe ich ein bisschen geschaut, was denn eigentlich so die typischen Absprünge sind, die wir bei uns in unseren Reports in den Event-Händlern haben. Und über 90% davon sind einfach Aufruf eines Funktionsbausteins mit Übergabe des Zelleninhalts an einen Import-Parameter. Also mit Abstand am häufigsten. Ansonsten kamen noch vor Erzeugung eines Bohrobjekts mit dem Zelleninhalt als Objektschlüssel und anschließender Aufruf einer Methode des Bohrobjekts oder das Setzen des Zelleninhalts in einen Set-Get-Parameter mit anschließendem Aufruf einer Transaktion. Manchmal muss man auch mehrere Parameter setzen in diesen Beispielen, also habe ich da auch noch eine Exit-Klasse vorgesehen, die zumindest dann funktioniert, wenn man halt fixe weitere Eingabeparameter hat. Wenn man mehrere Variablen hat, da braucht man dann noch eine Lösung für. Das kann nach meinem Verständnis die Intent-Based Navigation aber auch leider im Standard nicht so richtig gut. Also zumindest wäre mir nicht bewusst, wie ich der jetzt so out of the box Informationen über weitere Parameter mitgeben kann. So, das Ganze, dafür gibt es auch ein Pflegeview. Das ist halt semantisches Objekt, semantische Aktion. Und dann sage ich halt zum Beispiel für einen Spul-Request rufe ich diesen Funktionsbaustein auf und übergib die Spulnummer an diesen Parameter. Oder wenn ich mir ein Business-Objekt anschauen möchte, dann schreibe ich die Typ-ID in den Parameter Obj und rufe dann die Transaktion 2.1 auf. So, dann das Ganze in der Demo. Nochmal im Vergleich zur vorherigen Version, hier haben wir noch den ausimplementierten Event-Händler mit diesen Funktionsbausteinen aufrufen. Und hier sehen wir den überhaupt nicht mehr. Wir haben jetzt hier im Vergleich auch eine
etwas andere Methode vom Builder, der jetzt nicht mehr Apply to macht, sondern direkt einen kompletten View mit einem Create erzeugt und in dieser Methode auch den Event-Händler mit erzeugt, den wir dann hier gar nicht mehr brauchen in unserem Coding, der hier auch dann transparent ist quasi. Und die Funktionen selbst sind, wie gesagt, hier drüber definiert. Da stehen dann die entsprechenden Funktionsbausteine hinter, die wir in dem Coding hatten. Gut. Der nächste Schritt ist jetzt, geht es ein bisschen in Richtung Selektion. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir die virtuellen Elemente bei dieser ausimplementierten Selektion mit dem Select-Statement noch nicht mitbekommen können. Dafür kann man jetzt das SADL-Framework benutzen, das auch von der SAP selber benutzt wird, um für die generierten OData-Services zu den CDS-Views die Daten zu beschaffen. Und das funktioniert so, dass man sich erstmal eine Runtime besorgt. Das hier nur zur Info, das könnt ihr euch danach in Ruhe anschauen, wie das passiert. Wenn man diese Runtime dann hat, macht man dann folgende Schritte. Man übergibt die View-Parameter, dann die Select-Options, die man sich aus dem Selektionsbild besorgt. Dafür wird gleich noch ein weiteres Objekt eingeführt, so ein Selektionsbildleser, der diese Informationen aus dem Selektionsbild halt immer lesen kann und anderen Objekten zur Verfügung stellen kann. Außerdem wird dann aus den Select-Options dann hier die Bedingungen für das SADL-Framework aufgebaut. Da möchte ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Das ist im Wesentlichen so, wie es halt auch bei den OData-Services passiert. Dann kann man hier noch Paging einstellen und man muss halt noch sagen, was man haben möchte. Und das Framework möchte hier gerne wirklich eine Liste aller Elemente haben, die zurückgegeben werden sollen. Wenn man hier eine leere Tabelle mitgibt, kriegt man auch nichts zurück. Da achtet das Framework drauf. Deshalb lasse mir hier einfach immer alle Felder geben, weil ich in den Selektionsbildern noch keine Funktion drin habe, mit der man den Umfang beschränken kann. Und dann ruft man halt eine Methode dieses Interfaces auf, was die Runtime hat, die Fetch-Methode, und dann kriegt man die Ergebnismenge zurück. Und wenn man das möchte, auch noch die Nummer aller Einträge des Views ohne die Selektionsbedingungen. So, dann wie das jetzt aussieht, wie gesagt, es kommt ein neues Objekt hinzu. Dadurch wird das Coding hier nochmal ein bisschen länger. Wir werden aber sehen, dass es uns im nächsten Schritt dann helfen wird, das Coding noch einmal drastisch zu reduzieren. Der Reader wird hier mit aufgebaut. Wir bekommen hier jetzt auch noch ein neues Selektionsobjekt, was dann hier die eigentliche Selektion übernimmt. Hier ein bisschen, was der Reader in dem Fall macht, das ist ganz primitiv. Der übergibt einfach nur die drei Select-Options, die wir hatten, sowie die beiden Parameter aus dem Bild. Und er hat, wie gesagt, hier nochmal die drei anderen Funktionen des Interfaces, Dympro-Feld an ein anderes Objekt geben, Parameter zurückgeben oder den Screen nochmal lesen. Das braucht man hier in diesem Fall nicht, weil das in diesem Fall globale Felder sind. Aber ja, wenn man nicht mehr im selben Programm ist, dann muss man hier auch einen Funktionsbaustein aufrufen, um sich den Inhalt des Selektionsbilds zu besorgen. Gut. Das dazu. Und damit habe ich den letzten Schritt eigentlich auch schon ein bisschen angedeutet, der jetzt kommen soll. Nämlich, wir möchten den Aufbau des Selektionsbilds auch automatisieren. Dafür habe ich mich jetzt an den Annotationen Consumption Filter orientiert und am wichtigsten war aus meiner Sicht die Annotation Consumption Filter Selection Type, über die ich steuere, welche Option ich geben möchte für die Selektion eines Feldes. Und zwar habe ich das so gemacht, dass eine Select Option nur dann angezeigt wird, wenn diese Annotation gesetzt ist. Und dann kann es entweder Range, Intervall oder Single sein. Also
Wobei Single in dem Fall bedeutet nur, dass ich keine, also in dem Fall nur No Intervals bedeutet. Ich kann tatsächlich, wenn ich Multiple Selections hier zum Beispiel auf True habe, dann kann ich immer noch eine Liste mit mehreren Einzelwerten an der Stelle angeben. Also dieses Multiple Selections entscheidet darüber, ob ich tatsächlich No Extension habe oder nicht. Dann kann ich noch ein Feld als Pflichteingabe angeben oder ich kann einen Festwert als Standardwert angeben oder über Environment.SystemVariable kann ich auch ein Systemfeld als Vorschlagswert vorgeben. Und dann kann ich noch sagen, ob es eine Suchhilfe geben soll. Ja, Hidden ist hier, ja, kann ich nochmal explizit No Display setzen, wenn ich eigentlich schon Selection Type definieren möchte, aber es doch nicht anzeigen möchte. Und darüber könnte man alternativ auch steuern, ob ein Feld angezeigt wird oder nicht. Ich fand das allerdings mit den Positivlisten besser, damit man im Zweifel eher als Default eher wenig Felder angezeigt bekommt. So, hier dann nochmal die Wirkung dazu. Wie gesagt, ein Consumption Filter Selection Type muss angegeben sein, damit ein Feld auf dem Selektionsbild angezeigt wird. Und es können halt die Vergleichsoperatoren eingeschränkt werden auf nur equal und between oder alle. Hier entsprechend kann man Festwerte vorgeben oder Systemfelder, Mussfelddeklaration und man kann mit EndUserText.Label auch den Selektionstext festlegen. Wer sich erinnert, das führt in Verbindung mit dem ALV-Grid dazu, dass der Text im Selektionsbild immer gleich der Überschrift im ALV ist. Wenn man das nicht möchte, müsste man sich hier noch etwas anderes überlegen. So, ja, ich hatte gesagt, ich hatte eine erste Version mit dem Free Selections Dialog. Das hat so funktioniert, war mir aber dann doch zu sperrig und hat mir zu wenig Funktion geboten. Also bin ich den Schritt gegangen und habe gesagt, okay, ich generiere mir hier tatsächlich einen vollen Report mit dem Selektionsbild und entsprechenden Datendeklarationen. Hier ein kleiner Auszug aus der entsprechenden Report-Generator-Klasse, wie halt zum Beispiel der Kopfbereich des Reports aufgebaut wird. Dann hier, wie die eigentliche Selektion dann ausgeführt wird. Ich habe mich hier dazu entschieden, Selektion und Anzeige in Start of Selection und End of Selection zu trennen. Das ist eine Designentscheidung, das muss man so nicht machen. Man hätte auch beides in Start of Selection packen können. Mir gefiel aber eigentlich die Idee, das nochmal strukturell ein bisschen zu trennen. Man sieht hier auch, das Ganze ist jetzt in eine Controller-Klasse ausgelagert. Das heißt, dass wenn die Controller-Klasse sich ändern würde, müsste man nicht sämtliche Reports neu generieren. Das hier nochmal ein deutlicher Pluspunkt. Ja, hier dann nochmal End of Selection, was ich für die Anzeige benutze. So, dann, wenn man das Coding aufgebaut hat und sich noch ein Textpool aufgebaut hat, ist der letzte Schritt, einen Report tatsächlich zu generieren. Für all diejenigen, die sowas noch nicht gemacht haben, hier einmal das Snippet, mit dem man das macht. Man führt einmal einen Syntax-Check aus. Wenn der nicht fehlerhaft war, dann macht man Insert Report. Mit dieser Anweisung setze ich hier noch die Editor-Sperre und das Generierungskennzeichen, was mir für generierte Reports immer sinnvoll erscheint. Und hier wird dann noch der Textpool erzeugt. So, was dann noch bleibt, ist, man braucht jetzt tatsächlich gar keinen Report mehr schreiben, sondern nur noch eine Parametertransaktion. Für eine Transaktion ZSALVCDSView, die quasi funktioniert wie die Standardtransaktion SE16. Sie schaut also, gibt es zu einem View einen generierten Report? Wenn nicht, generiert sie ihn ad hoc und dann wird dieser generierte Report aufgerufen. Das demonstriere ich hier einmal. Also hier ist das Einstiegsbild, was auch schon ein wenig an die SE16 erinnert. Hier oben gibt es noch die Option Selektionsbild einrichten. Da gibt es die Möglichkeit, Plugins zu machen. Das zeige ich gleich. Erst einmal, was passiert, wenn ich Report-Transaktion mache. Dann komme ich hier hin.
Hier sieht man schon zwei von den Plugins bei der Arbeit. Zum einen wird mir eine benutzerdefinierte Variante direkt hineingeladen und zum anderen bekomme ich hier die Option, das Layout für das ALV-Grid vorauszuwählen. Wenn ich das ausführe, bekomme ich hier tatsächlich die Anzeige, die wir auch am Anfang bei der ersten Demo gesehen haben. Und ich nehme jetzt hier raus. Die Funktionen verhalten sich immer noch so. Ja, die will gerade nicht. Ist okay. Schauen wir mal, ob ich in diesen View-Cluster reinkomme. Ja, das sieht besser aus. Gut. Ja, zwei Sachen möchte ich hier nochmal zeigen. Das eine ist der Split-Screen-View. Das ist die Idee, eine GUI zur Verfügung zu stellen, die schon ein bisschen aussieht wie die Fiori Elements Worklist, um dann nachher den Übergang von der alten GUI zu Fiori Elements ein bisschen zu erleichtern. Da sieht man hier, dass man halt oben einmal das Selektionsbild hat und hier unten dann entsprechend die Anzeige. Und das habe ich jetzt auch schon bei ein, zwei Anwendung bei unseren Kunden im Einsatz und das hat bisher auf, ist auf sehr positive Resonanz gestoßen und ich hoffe, dass ja, das dann letztlich auch so ein bisschen den Übergang zu Fiori Elements und der Worklist-App dann erleichtern wird, wenn wir dann die tatsächliche Transition zu S4HANA in Angriff nehmen. Kurz noch einmal dann zu diesen Plugins, ich glaube, ein paar Minuten habe ich dafür. Das sind halt so kleine Erweiterungen, die man da reinbauen kann. Die halt, es gibt dann eine Customizing-Tabelle, in der dann zusätzliche Parameter für das Selektionsbild definiert werden. Außerdem eine Klasse, die halt durch den Report-Controller aufgerufen wird, um an definierten Stellen weitere zusätzliche Logik aufzurufen. Und das sind die Selektionsbild-Events halt Initialization, Add Selection Screen, Output, Add Selection Screen, Value Help, Start of Selection und End of Selection. Zum Beispiel haben wir hier eine Extraktverwaltung, was bei uns immer noch ein beliebtes Mittel bei Reports mit großen Datenmengen ist, oder ein Dateiexport nach Excel, wenn die Datenmengen irgendwann so groß werden, dass sogar die Standardfunktion zum Export des ALV-Grids nach Excel nach einer halben Stunde mit einem Timeout wegdumpt. Ja, das ist passiert. Deshalb gibt es diese Funktion. Gut, das so viel ein bisschen zu dem, was wir gemacht haben, was das Ganze so kann. Dann ja, ein bisschen zum Vergleich, wie das dann in Fiori Elements aussehen würde, hier zu demselben View nochmal eine Fiori-App. Die möchte jetzt, dass ich mich noch einmal anmelde. Das mache ich jetzt eben auf dem anderen Screen. So. So würde das Ganze dann als Worklist-App in Fiori Elements aussehen. Ja, ich denke, hat großen Wiedererkennungswert. Die Funktion hier, da ist jetzt nichts hinter. Das muss ich gestehen, das habe ich jetzt nicht ausimplementiert, weil wir auf dem System, wo ich das jetzt gemacht habe, auch noch nicht so viel Fiori im Einsatz haben. So, dann noch ein bisschen was zu Motivation und Nutzen des Ganzen. Zum einen einmal eine deutliche Beschleunigung der Report-Entwicklung im aktuellen Tagesgeschäft. Ich merke das selber. Dadurch, dass ich diese ganzen sich wiederholenden Schritte nicht mehr machen muss, ich werde einfach schneller und obendrauf, dadurch, dass halt immer wieder die gleichen Funktionen wiederverwendet werden, sind meine Reports auch einfach verlässlicher und ich habe einfach einen einheitlichen Look and Feel über die Reports hinweg. Das sind, finde ich, schon mal ein sehr großer Pluspunkt. Ich glaube auch, dass dieses Framework sehr helfen kann beim Übergang zu S4HANA und Fiori. Zum einen für die Entwickler, weil sie sich nur mit einer neuen Technologie auseinandersetzen müssen. Sie können also erst CDS lernen und dann Fiori. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, ja, dieses Konzept mag Fiori First widersprechen. Aber
die Transition, das ist ja kein Quantensprung. Ich bin ja nicht heute auf R3 und morgen auf S4. Das ist ja ein Prozess mit vielen kleinen Zwischenschritten. Und ich denke mal, um diesen Weg ein bisschen glatter durchzubekommen, ist das hier schon eine große Hilfe. Und ich glaube, der Übergang wird auch einfacher sein für Anwender, weil wir ihnen jetzt schon in der ihnen bekannten GUI Anwendungen zur Verfügung stellen können, die in ihrer Funktionsweise dann aber den künftigen Worklist-Anwendungen in Fiori schon sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, sie müssen sich jetzt auf ein bisschen andere Funktionsweise einstellen, sehen dann aber nachher, aha, hier ändert sich ja eigentlich, also das sieht jetzt anders aus, aber es funktioniert eigentlich gleich. Und dieser Umstand, dass diese Apps dann gleich funktionieren, das war auch der Grund, warum ich so sehr darauf geachtet habe, dass halt wirklich diese Datenbeschaffung über das SADL-Framework möglichst analog zu den OData-Services auch läuft. Weiteres wichtiges Argument ist halt auch, ich denke, die SAP-GUI wird weiterhin auch genutzt werden, trotz aller Unkenrufe, mindestens mal für Power-User, die sich über Jahrzehnte daran gewöhnt haben und mit Fiori nichts anfangen können. Und ich sehe hier persönlich auch noch einen weiteren positiven Punkt, der allerdings, das muss ich sagen, bei uns sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich die Frage, also ich sehe die Möglichkeit, Key-User hiermit in die Lage zu versetzen, sich ihre Berichte selbst zu schreiben. Das heißt, Leute, die jetzt Quickviews entwickeln oder Subqueries entwickeln, die können dann zukünftig CDS-Views entwickeln, ohne ansonsten ABAP-Entwicklung zu können. Ich denke, das kann helfen. Wie gesagt, das ist bei uns ein sehr kontroverser Punkt, würde ich aber mal zur Diskussion stellen. Ja, so viel bisschen meine Gedanken dazu, warum das hier wirklich eine gute Idee ist und warum man sehr von so einem Ansatz auch profitieren kann. Ja, damit bleibt mir noch euch allen für eure Aufmerksamkeit zu danken. Die Slides wird es nachher geben. Auf der letzten Slide sind noch Kontaktinformationen von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne E-Mail. Ansonsten noch zwei kleine Literaturangaben. Einmal, wie gesagt, das Buch von Paul Hardy für diese ALV Facade-Klasse als Referenz. Und die SAP-Referenz zu den CDS-Annotationen. Hier ist nämlich noch einmal ganz genau beschrieben, welche Annotationen es alles gibt und was sie in Fiori Elements tun. Und daran habe ich mich auch sehr stark dann orientiert bei der Ausimplementierung meines Frameworks. Ja, das wäre es dann von meiner Seite. Perfekt, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, ich stehe auch ziemlich auf diese neue Möglichkeit, über CDS-Views das Ganze dann im UI zu ändern, anzupassen und das UI zu steuern. Und dass das jetzt auch im ABAP möglich ist, finde ich natürlich auch voll genial. Ein Punkt, den ich noch anmerken wollte, ist mit ABAP-Reports, also nicht nur für Power-User, die sich daran gewöhnt haben, die mit ALV arbeiten, aber wenn ich nur ein OData-Service habe, bin ich nicht batchfähig. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwelche Jobs im Hintergrund einzuplanen. Und das ist natürlich mit so generierten Reports möglich und kann ausgeführt werden. Christopher, vielen Dank. Es war echt sehr informativ, sehr hilfreich. Und es ist wieder eine Punktlandung, diesmal sogar noch besser. Wir haben jetzt genau 5 Minuten Zeit, 5 Minuten kurze Pause und danach geht es weiter. Das Ähnliche auf der UF5-Ebene. Dann bis um 14 Uhr. Danke, Christopher. Bis später. Bis später. Ciao.